Hi, hier ist Affinity Jack und heute zeige ich euch, wie man diesen Dunst nach einem Regen entfernt und gleichzeitig die Farben wieder hervorholt. Ich habe schon einmal ein Video gemacht, wie man Dunst entfernt. Da war die Sachlage allerdings eine andere. Der Filter funktionierte auch anders und deswegen zeige ich euch heute ein neues Video, denn der Filter wurde überarbeitet und ist jetzt deutlich besser. Also ihr seht ja an dem Video, was ich mit dem iPhone aufgenommen habe, das Video ist total hell, die Farben sind total kräftig, aber so war es nicht. Die Sonne ist längst untergegangen, ist hinter den Bergen. Hier ist allerdings noch eine rötliche Färbung und bis kurz davor hat es geregnet und war alles wolkenverhangen. Jetzt riss also diese Wolkendecke auf und hier überall war noch so Dunst. Jetzt zeige ich euch mal im ersten Schritt, wie man diesen Dunst hier entfernen kann. Leider gibt es diesen Filter nicht als Live-Filter, sondern nur als Filter und ist damit destruktiv. Und deshalb dupliziere ich jetzt die Ebene, damit ich alles nur auf dieser duplizierten Ebene mache. Also jetzt gehe ich auf Filter und hier gibt es den Filter Dunst entfernen. Und jetzt passiert Folgendes. Affinity Photo analysiert jetzt die Szene und nimmt die Anpassung selbstständig vor, als Vorschlag. Also man kann das hier alles auch nochmal verändern, aber ich finde das sehr gut gelöst. Ich zeige mal einen Vorher-Nachher-Effekt. So sah es vorher aus und so mit dem Filter. Früher wurde nämlich ein extremer Blaustich draufgelegt. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Man hätte dann Bearbeitung vornehmen müssen, um das Blau wieder wegzukriegen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also ich würde es jetzt so lassen. Ich würde hier gar nichts dran verändern und so übernehmen. Also Dunst, das ist ja letztlich, sind lauter helle Töne im Bild, die jetzt rausgerechnet worden sind. Allerdings war ja der Dunst unter anderem ja auch diese Nebelschwaden, diese Wolken, die man jetzt nur noch so ansatzweise bis gar nicht mehr sieht. Also die haben natürlich eine schöne Atmosphäre gebildet, die möchte ich wieder zurückhaben. Wie mache ich das? Indem ich einfach diesen Dunstfilter rausmale. Und das geht, indem ich eine Maske darauf anlege, auf diese Maske gehe, einen schwarzen Pinsel nehme, ich gehe mal mit der Deckkraft erstmal vorsichtig ran und maskiere jetzt also diesen Filter hier wieder raus und somit mir den Dunst wieder rein. So, 30% ist eventuell, wie ich gerade sehe, schon zu viel. Ich nehme mal 20 und male mir hier so ein bisschen wieder von dem Dunst rein, weil es waren ja auch ein paar Nebelschwaden unterwegs. Jetzt für das Video nur mal schnell. Also man müsste sich das dann eigentlich genau angucken. Aber wenn ich jetzt mal ein Vorher-Nachher, dann habe ich schon wieder ein bisschen was von dem Dunst reingemalt. So, ich habe auf dem Himmel belichtet, damit diese rötliche Färbung mir nicht verloren geht, damit er nicht ausbrennt. Damit ist naturgemäß der Rest hier viel zu dunkel. Ich möchte also das Bild jetzt richtig ausbelichten, heller machen, aber eben nicht den Himmel. Und da gehe ich jetzt wie folgt vor. Ich erstelle eine Auswahl erstmal von dem Himmel. So nehme ich dieses Auswahlwerkzeug. Das müsste eigentlich ganz gut gehen. Ein bisschen größer machen. Ich sollte vielleicht vorher auf die richtige Ebene gehen, dann funktioniert es auch. So, jetzt hat er alles ausgewählt. Hier hat er ein bisschen zu viel ausgewählt. Drücke ich die Optionstaste, gehe darauf, dann zieht er das wieder ab. Das dürfte reichen für das Video nur mal schnell. So, da ich ja gar nicht den Himmel ausgewählt haben will, sondern den Rest, kehre ich jetzt diese Auswahl um. Und jetzt möchte ich diese Kanten, dass man das nicht so sieht. Jetzt sind die ja recht scharfkantig. Ich werde jetzt mal diese Auswahl ein bisschen verändern, indem ich die ein bisschen verkleinere. Sagen wir mal 1,5 gebe ich mal ein. Und ich möchte auch die Kante ein bisschen weicher haben, nicht so hart. Gehe ich auf die Randschärfe und sage auch, sagen wir mal 2 Pixel. Was ich jetzt nämlich mache, jetzt nehme ich eine Anpassungsebene Belichtung und passe eben diese Helligkeit, von der ich eben gesprochen habe, an. Also jetzt gehe ich mal ordentlich hoch, sagen wir mal 2 Stops. Ich werde nachher hier noch ein bisschen was tun, aber jetzt wähle ich diese Auswahl erstmal ab und kümmere mich mal um die Kuh. Die Kuh ist nämlich viel zu dunkel. Ich werde jetzt also ausschließlich die Kuh aufhellen. Das mache ich, indem ich jetzt wieder diese Ebene anwähle. Bin immer noch bei dem Auswahlwerkzeug und erstelle jetzt mal eine Auswahl von der Kuh. Mit dem Schnellauswahlwerkzeug auch nur ganz grob. Man kann sich natürlich ein bisschen Mühe geben mit dem Zeichenstift und so weiter. Aber ich mache das jetzt mal für das Video recht schnell. Was zu viel ist, mit der Optionstaste ziehe ich wieder ab. So, hier hinten haut was nicht hin. Das möchte ich gern mit rein, aber das kriegt er nicht hin. Das möchte ich noch mit dazu haben, die Hörner natürlich. Hier auch
Und das hier soll wieder abgezogen werden. Ich gehe mal noch auf Verfeinern, damit die Kanten hier besser werden. Und male jetzt mal hier so über die Kanten. Also es muss jetzt nicht perfekt werden, aber ein bisschen besser schon. Mal sehen, ob er das hier noch hinkriegt. Wenn nicht, mache ich es hinterher selbst. Also ihr seht, worum es mir geht. Ich breche das jetzt aber mal ab, weil ich möchte für das Video euch nur zeigen, wie es geht. Das Ganze werfe ich jetzt als Auswahl aus. Gehe mal wieder auf normale Größe. Und jetzt möchte ich ja die Helligkeit dieser Kuh verändern. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich probiere jetzt mal die Tonwertkorrektur aus. Ich zoome mal wieder ein bisschen auf die Kuh und probiere mal, was hier so passiert. Wenn ich nämlich den Weißregler hier wieder ranziehe, dann wird die Kuh heller. So würde ich es mal lassen. Ich wähle mal die Auswahl wieder ab und werde jetzt aber ein bisschen was rausmaskieren davon, nämlich hier hinten mit 100% das Bein. Das, oder ist ja nicht ein Bein, das ist ja der Schweif, der Schwanz, der ist jetzt mir ein bisschen zu hell geworden. Und genauso ist mir das hier zu hell. Ich mache das Bild mal wieder groß und guck mal hier einen Vorher-Nachher-Effekt. So steht die Kuh doch prominenter da. Jetzt habe ich mir überlegt, das Bild nicht gleichmäßig zu belichten, sondern die Kuh so ein bisschen mehr ins Zentrum zu rücken. Erstens und zweitens, ja, inspiriert durch diese Nebelschwaden, das Ganze so ein bisschen mystischer wirken zu lassen. Also deshalb werde ich jetzt die Kuh in etwas mehr Licht, also die Sonne war ja schon weg, aber in etwas mehr Licht hüllen und eintauchen, während der Rest so bleibt, wie er ist. Also ist jetzt sicherlich so eine Interpretationssache von mir und kann man kontrovers sehen, aber ich zeig mal, was ich meine. Also ich gehe mal auf die Anpassungsebene Belichtung und setze jetzt mal die Belichtung hoch. Wie gesagt, ich achte jetzt nur auf den Bereich um die Kuh herum. Sagen wir mal so. Und jetzt nehme ich einen Radialfilter, also einen Verlaufsfilter, wo ich den Typ elliptisch nehme. Ja, elliptisch gefällt mir besser als radial. Und ziehe jetzt mal diese Belichtung hier rauf. Die Endpunkte wähle ich mal an. Die sollen schwarz sein, damit dort die Belichtung sich gar nicht auswirkt. Zack. Und jetzt ziehe ich mir mal diesen Filter hier so hin. Diesen Verlauf. Man sieht, dass das Licht sich wirklich nur im Bereich der Kuh auswirkt. Also hier finde ich, es geht zu hoch. Ich halte jetzt mal die Kontrolltaste und ziehe diese Achse runter. Das gleiche, hier ziehe ich es allerdings lang. Auch hier noch ein bisschen runter. Und jetzt kann man mal gucken, den Vorher-Nachher-Effekt. Man könnte es durchaus sogar noch ein bisschen stärker machen für den Effekt, den ich eigentlich will. Und so, meiner Meinung nach, kriegt das Ganze so was Mystisches und die Kuh wird mehr zum eigentlichen Fotoobjekt. Wir haben ja eine wunderbare Herbstfärbung. Leider wirkt das jetzt auf dem Bild, weil ja das Licht schon weg ist und fehlt und eigentlich ja der Dunst dort war, sieht es jetzt nicht mehr so gesättigt aus, nicht mehr so knallig. Das möchte ich mir jetzt zurückholen. Das mache ich mit einer selektiven Farbkorrektur. Ich wähle die Gelbtöne aus, so wie es hier auch gerade ist. Und nehme da aus den Gelbtönen das Cyan raus. Also guckt mal bitte, was jetzt mit dem Rot passiert. Nicht auf den Rest. Und das Gelb setze ich voll hoch. Das ist natürlich für das restliche Bild jetzt gerade der Horror. Aber ich invertiere die Ebene, nehme also diesen Effekt raus. Nehme einen Pinsel, Farbe Weiß. Also ich maskiere jetzt mal ein paar knallige Rottöne hier mit rein. Man muss natürlich aufpassen, dass man es wirklich auch nicht übertreibt. Eigentlich stelle ich bloß die Stimmung wieder her, wie sie war. Das Ganze kann ich mir natürlich auch überlegen, hier hinten in einzelnen Bereichen, vielleicht sogar so ein bisschen hier in den Wolken. Ich zeige euch mal den Vorher-Nachher-Effekt. Ich finde, so ist es jetzt nicht übertrieben, so würde ich es jetzt lassen und gut finden. Möglicherweise würde noch eine Tonwertkorrektur auf dem ganzen Bild ganz gut tun. Ich probiere es mal. Also ich sehe hier immer noch Luft am Ende. Das heißt, ein bisschen Luft gibt es noch und ich ziehe es jetzt mal tatsächlich hier ein bisschen ran. Und auch hier ziehe ich es ein bisschen ran. Ich muss nur gucken, beim Himmel gefällt es mir gerade nicht so.
aber beim Rest. Insofern mache ich jetzt Folgendes. Ich mache das genau so, nehme aber einen schwarzen Pinsel und maskiere das Ganze hier wieder raus. Und dann passt es auch wieder. Also hier ein bisschen raus, dass der Himmel oben ein bisschen dunkler ist. Aus dem Bereich hier auch ein bisschen raus. Und aus den hellen Stellen bei der Kuh, die sonst ausbrennen, diese Bereiche, da maskiere ich jetzt diese Tonwertkorrektur auch raus. Vielleicht nochmal diese Veränderung. Insgesamt kann das Bild noch ein bisschen Kontrast vertragen. Also nehme ich hier in dem Fall einfach mal die Anpassungsebene Helligkeit Kontrast. Und ziehe jetzt mal den Kontrast ein bisschen rein, so nach Gefühl. Was man immer hat, wenn man Kontrast reinzieht, kriegt man gleichzeitig das Bild auch ein bisschen dunkler. Also insofern ziehe ich auch mal ein klein bisschen Helligkeit wieder rein, um das auszugleichen. Ja, noch ein bisschen. So, auch hier ein Vorher-Nachher. Nochmal ein kleiner Effekt. Was man jetzt in dieser Ansicht nicht so sieht, aber ich werde es euch gleich mal zeigen. Wenn man Dunst fotografiert und den Dunst entfernt, erkauft man sich das immer mit Rauschen. Geht gar nicht anders, weil ja Bildinformationen eigentlich fehlen. Ich zoome jetzt mal ran, um das mal zu zeigen. Also natürlich ist es jetzt unnatürlich, so dicht würde man ja jetzt nicht ranzoomen, aber man sieht es hier an der Kuhschnauze und auch hier im Hintergrund, dass wir jetzt gehöriges Rauschen haben. Und das liegt nicht an der ISO. Ich habe nur mit 400 ISO fotografiert. Das verträgt die Kamera eigentlich locker. Das hat tatsächlich was mit dem Dunst entfernen zu tun. Das kann man natürlich jetzt nicht ungeschehen machen, aber ein bisschen korrigieren geht schon. Und zwar werde ich jetzt auf diese eigentliche Ebene hier gehen nochmal und den Live-Filter Rauschen entfernen. So, und jetzt achte ich mal hier auf diesen Bereich. Und so ein bisschen auf den Hintergrund und ziehe jetzt mal die Luminanz hoch und man sieht es, also hier wird es natürlich verrückt, weil man es ja dann unscharf macht. Insofern muss man mit dem Schaden, den man angerichtet hat, eigentlich leben und so ein bisschen einen Kompromiss suchen. Also wie viel Rauschen will man weg haben und damit hat man allerdings auch wieder Schärfe weg. Also ich gehe jetzt mal mit dem Wert jetzt mal nicht so hoch, sagen wir mal so. Ich zeige mal hier ein Vorher-Nachher. Und wenn man jetzt aber rauszoomt, dann sieht man es nicht mehr. So, jetzt würde ich mal zeigen, wo wir eigentlich gestartet sind. Nämlich hier. Bei einem recht, zwar stimmungsvollen Bild, aber recht blass, weil ja so viel Dunst in der Luft war und damit die ganzen Farben auch weggingen. Und wir haben uns dieses Bild daraus kreiert. Ich hoffe, ich konnte euch damit inspirieren. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Affinity Jack.